Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit brennende Geister gegen Maschinenwesen-Aktivierung. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das gegen ein moderneres Deck schlägt. Auch wenn da das Deck jetzt die brennende Geister auch nur ein Starterdeck ist, die Salamander sind nicht zu unterschätzen. Ich erinnere mich da an ein paar gewisse Duelle zurück, die man leider nicht hier auf dem Channel, glaube ich, sehen wird, aber du hast mich fertig gemacht damit. Aber jetzt bin ich. Oh Gott, nein. nein, nicht, ist schlecht. Das ist in der Tat schlecht, ja. Obwohl. Ach so. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, okay, dann ist doch nicht schlecht. Weil ich all diese Karten eigentlich brauche, aus. Und ich werfe jetzt mal die Karte, die ich am wenigsten brauche. Werfe ich mein Hageki ab. So. Mehr kann ich nicht tun. Ah ja. Ja, gut, dann okay. Foxy. ach ja, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ein gutes Tier. Dann beschwören wir einen Signallux. Ei. Ein innovativer Zug, muss ich sagen. Weil ich eigentlich die Klappe halten sollte, nach dem, was ich bisher abgezogen habe. Gut, Heiligtum. Okay. Signet Gewinnung. Fuchser in den Friedhof. Dann Gazelle auf meine Hand. Dann Effekt Gazelle. Gazelle auf das Feld. Dann Effekt Gazelle. Wen schicke ich jetzt in den Friedhof? Das ist die wohl angemerkte Frage. In den Friedhof? Das tut doch nicht nöt. Theoretisch kann es in dem Zug, sobald der auf den Friedhof geht, spätestens dann passieren würde, was ich hinbekommen könnte. Ah. Kann das hier irgendwas?
Okay. Dann beschwören wir mal ein Wölfchen. Ein Sonnenlichtwölfchen. Da ist er wieder. Aktivieren wir mal Heiligtum. Das kann nicht sein. Also ein bisschen schade vom Dienst her. Aber muss ich jetzt irgendwie machen. Ein Großsalamander Gürteltier geht da rein. Dann wird der Sonnenlichtwolf stärker. Dann aktiviert sich das Gürteltier im Friedhof. Und es würde nicht vom Grab gerufen, das finde ich gut. Ist das relevant? Ach, gut, auch nicht. Du legst dich unter ihn. Dann gibt er mir... den Fuchs da nochmal auf die Hand. Wasser 3, kannst du gerade für Friedhof legen, dann ein. Okay, ja. Okay, dann nehmen wir die beiden und beschwören unseren Heißleo. Heiße Sache. Ja, der heiße Leo. Na, das ist vorher sehr effektiv gegen Stahl. Also, nehmen wir mal die da. Das verhindere ich. Okay. Okay, sure. Beschwöre bis zur Linkanzahl. Ah ja. Ja gut, aber warum nicht? Okay, ja, ja, genau. Okay, aktivieren wir Fuchser. Legen Sonnenlichtwolf zurück ins Extra-Deck und machen die Karte weg. Dann aktiviere ich sie halt vorher. Okay, dann musst du aber deine andere Karte auch zerstören. Oh. Nee, nur maximal eine. Oh. Also du kannst, musst auf jeden Fall eine zerstören und die andere kannst du dir aussuchen. Daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht, da muss ich mein Signallux nutzen, sonst machst du das mir gerade alles kaputt. Weil gar ich eigentlich nochmal Heißleo ein zweites Mal beschwören wollte. Und das sehr relevant für meine Combo war. Also hin damit. So. Heißleos Effekt. Für die da. Und dann aktivieren wir noch Gebrüller Gladiator-Ungeheuer. Oder Großsalamander, nicht Gladiator-Ungeheuer. Aber die brüllen auch, die haben auch sowas. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Okay. Dann aktivieren wir dich. Aktivieren wir den zweiten Effekt, wo wir den Heißleo wählen. 1, 2, 3. Gut, einen dahin, einen dahin, einen dahin. So, dann gibt mir Falco diese Karte wieder in meine Hand zurück. Oder aufs Feld zurück, wie auch immer. Ist ja eigentlich fast das Gleiche. Fast das Gleiche, in der Tat. Ja, gut, drehen wir sie ja nochmal um. Kannst du den ersten Effekt noch aktivieren? Nein, das ist... alles nur einmal pro Spielzug. Okay, dann machen wir seinen Effekt. Wählen dein Monster aus. Und du kriegst... 1200 Attika.
Du meinst, ich verliere? Naja, du verlierst halt so viel, dass du genau diesen Wert hast, also. Na gut, kann ich mit leben. Nein, das machen wir nicht. So, dann nochmal 1800 direkt ins Gesicht. Dann gehen wir in die Main Phase 2, setzen noch diese Karte und dann gehen wir in die End Phase. Und jetzt hat dich halt leider Raigeki abgeworfen, ne? Ja, das hätte dir wohl helfen können. Tut's aber nicht und du hast den da. Ja gut, du kannst ja den beschwören. Muss er zwei Monster verbannen oder wie genau funktioniert der? Ja. Ja, den habe ich wohl. Den kannst du beschwören. Das stimmt wohl. Der hat auch einen Schnelleffekt auf der Hand oder was. Wenn dein Gegner während der Battle Phase eine Karte oder einen Effekt natürlich. Ah, nur während der Battle Phase, okay. Na gut, dann machen wir das hier. Hm. Das ist natürlich nicht gut. Was macht man denn da? So, weg damit. Ja, nochmal also zwei Monster verbannt mit Luck dabei. Ach scheiße, stimmt, der hat ja. Was ist jetzt dein Effekt nochmal, wenn du in den Friedhof gehst? Du kannst bis zu drei deiner Verbanden. Fährst du mit. Nein? Ja, das wusste ich, dass du das jetzt machst. Na gut, hätte ich nicht so krass gebrickt, hätte ich wenigstens was machen können, aber das Spiel sagt nee. Ja, Computer sagt halt nein. Ja. Gib mir einfach mal all die Karten auf die Hand, mit denen ich nichts anfangen kann. Wie kann ich dann noch aktivieren? Achso, ich kann. Ja, okay, das rentiert sich ja sogar. Der müsste auch wieder auf meine Hand zurückkommen. Ja, danke, gut. So, weil dann kann ich ihn einfach wieder normeln. Und darf wieder searchen. Ja. Er war. Ja, okay, die eine Karte war Großsalamander. Brennendes Ziel. Falls dein Gegner mehr Karten als du kontrollierst. Da fehlt's dann schon. Nee. Das bringt mir gerade nichts. Okay, aktivieren wir dich. Aktivieren wir wieder deinen zweiten Effekt. Damit ich wieder drei Monster beschwören darf. Oder nur zwei, weil ich gar nicht so viel im Friedhof habe, aber ist egal. Erzähle, legt mir einfach noch. Alle noch ihren Effekt aktivieren können, das ist krass. Wer zur verfickten Hölle macht jetzt am meisten Sinn? Oh. Ja, du machst am meisten Sinn. Weil du mischt mir den da? Oder den da? Ich denke den da, ich glaube das macht mehr Sinn. Du mischt mir den wieder ins Extra-Deck zurück, dann kommst du aufs Feld. Und dann nehmen wir die beiden, die hier so liegen. Wenn man die sonst nicht benutzen kann, für den da. Ja gut, dann nehmen wir noch seinen Effekt und machen unser schwächstes Glied auf seine Stärke. Und ja, dann. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wäre also genug. Okay, greifen wir mit dem an. Gut. Ja. Das reicht. Okay, dann einmal direkt. Zweimal direkt. Dreimal direkt. Und dann gebe ich mir noch ein paar Lebenspunkte. Ah, sehr schön. Gut, ja. Das war ein Sieg für die großen Salamander. Wird der zweite zugleich folgen? Wenn ich das nicht brick. Werden wir sehen. Ich konnte leider keine Heißseele beschwören. Das ist so die Sache. Weil ich dafür die anderen Monster in dem Deck brauche, weil ich ja kein Link-Monster habe, was, like,
nicht zum Großsalamander gehören würde, was ich dann stattdessen beschwören könnte, um das dann zu kriegen. Ah, ich will nicht als Erster dran sein. Ah ja. Okay. Wow, eine Hand, mit der ich was machen kann. Okay. Klasse Sache. Falls diese Karte deiner Hand hinzugefügt wird, außer durch. Ah ja. Na gut. Ja, okay. Gegen ein Monster kannst du eine Karte auf der Hand. Konntest du was dagegen tun? Was? Naja, gegen den kurzen Effekt aktivieren, habe ich gerade gesehen. Hä? Konnte ich das? Ich habe ausgewählt, was ich wählen soll. Ach so, ja, stimmt. Wollen wir mal sehen, was du tust. Ja, das werde ich selber auch sehen, was ich tue. Einmal so diese Karte. Sinkbatterie schon wird. Können wir den Rest des Spiels mit der Karte. Oh mein Gott, das ist so irrelevant. Aber diese Effekte, die so irrelevant sind. Hm. Sehr irre. Ja. Ach so. Ah. Okay. Oh. Was? Ach so, ich muss eine Karte abwerfen. Ja, das passiert, wenn man die liest. Naja. Da sagt der Signallux wieder Hallo. Ah, da ist er wieder. Ein süßer Lux. Er ist ein richtiger Süßi. Schau, dass er sterben muss. Na, ey, so schlimm ist es nicht. Mach nur dein Monster kaputt, das negiert mich nicht. Noch nicht, das kommt später. Heiligtum und siehst du, jetzt habe ich es richtig gemacht. Hier kommt er. Die Zitadelle ist auf dem Feld. Ja, was macht die denn da? Die könnte doch gar nicht hin. Ja, ist doch alles irgendwie dumm. Okay, Signet, Gewinnung. Erste Sache. Gazelle. Gazelle-Effekt. Auf das Feld. Ja, gut. Wieder Gazelle-Effekt. Dann aktiviere ich mal seinen Effekt. Zerstöre. Das wird reichen. Damit machst du alle Monster auf meinem Friedhof kaputt. Das finde ich jetzt nicht so nett. Nein.
Mach du. Mach du. Mach, was du willst. Ah, stimmt. Ich darf mir ja dann sogar was in die Hand nehmen. Den da. Und wen schicken wir auf den Friedhof? Kriege ich nochmal eine Dingens hin? Eigentlich nicht, ist ein bisschen doof. Ach, keine Ahnung, wollen wir jetzt einfach Extension? Reicht da, glaube ich, wenn die Feldzauberkarte da ist, oder? Nein. Okay, egal, halt nicht. Ah, die dahin. Ja, ist irgendwie nicht genug Monster, um irgendwas damit anzustellen. Das ist wohl wahr. Meine Kombo wurde erfolgreich unterbrochen. Das macht mich glücklich. Weißt du, seit einem gewissen Erlebnis mit dir und Großsalamandern habe ich so das Bedürfnis, Salamander nicht in irgendeiner Form succeeden zu sehen, weißt du? Aber die sind doch alle so toll. Zurück auf die Hand damit. Ja, okay, dann aktiviere ich sie halt nochmal. Kommst, wirst du auch dazu kommen, ist die Frage, ne? Was? Hast du jetzt alles kaputt? Kannst du nicht den Matrix-Putzer töten? Der putzt die Matrix. Ich mach den Spußbahnhof, mach ich dich. Okay, gut. Da war's nur auf du. Halt, Bengu, halt mich zurück. Halt mich zurück. Arne, halt mich zurück, Arne. Okay. Ja gut, was mach ich jetzt? Das hast du wohl oder willst du wissen? Ich weiß vieles. Ja, gut. Und nicht die Dinge, die mir was bringen. Okay, du kommst. Okay. Ach, das hätte ich auch. Ach, das hätte ich in deinen Zug machen sollen am besten. Ja, gut. Mein Zug. Deinen Zug. Machst du Dinge in meinem Zug? In deinen Zug. Züge. Oh. So. Und jetzt heißt es Rache. Und noch mehr Aua. Nicht hauen. Oh doch. Arbeitsreicher Schatten. Verdammte Teenager mit euren verrückten Kombos. Diese Typen, die immer, also diese ihre Karten aus dem Deck holen, mit irgendwie tausenden von Searches, furchtbar ist das. Ja, natürlich. Na gut. Ich muss halt wissen, wann ich deine Salamander-Kombo unterbreche. Davon hängt alles ab. Es sei denn, ich darf jetzt mal als zweites dran. Ah! Ich darf mal als zweites dran, sollen wir schauen, wie das wird. Entweder. Ja. Jetzt wird das Fell voll. So schaut's aus. So, was haben wir denn hier? Wird das Fell denn voll? Ist dies überhaupt möglich in der Natur? Ach so, der Beschwörer von da.
Okay, dann beschwören wir Großsalamander-Waschbär. Dann linken wir Großsalamander-Signalux. Ja, die kenne ich. Den habe ich im Radio dann gesehen. Dann nutzen wir seinen Effekt und aktivieren gleichzeitig noch die Gazelle. Wieso hast du die auf der Hand? Ja, weil die genau dorthin gehört. Da. Du bist ein Luckdraw. So. Dann bin ich hart am Überlegen, aber ich... Ja. Kriege ich genug Beschwörungen hin? Ich glaube schon. Okay, dann machen wir aus diesen beiden. Ja, normalerweise schon, oder? Schöre 2. Effekte werden annulliert zusätzlich. Was für den Rest des Spiels zu diesen Charakter? Denn nur eine. Okay, aktivieren wir mal das Heiligtum. Dann kriege ich nämlich auch den Matrix-Putzer aufs Feld. Ja, und lassen wir den mal Verteidigung. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich den jetzt überhaupt komplett benutzen werde. Oho. Ich glaube, ich komme dazu ein. Ich will eigentlich beide haben, aber ich glaube, das geht nicht. Das kriegt auch nicht. Klar. Klar, jetzt kann ich Heißseele bauen. Oder? Warte mal. Weiter kostet aber so viele. Wie sieht der Hand hin zu? Kann man dir auf die Hand geben? Da am Friedhof. Okay. Zorn des Feuers. Waschbär. Gazelle. So, ja, komm, machen wir. Macht vielleicht Sinn. Ja, geh du wieder ins Extra-Deck. Die Frage, darf ich jetzt noch einmal linken? Nein. Ja, doof, habe ich einen Würfel verkalkuliert, was das angeht. Egal. Du. Und du. Das ist aber mal ein heißes Board, was du da hast. Das war jetzt echt ein bisschen nervig, wenn man der danach nochmal weiter linken darf. Das ist irgendwie nicht so gut. Alles gleich. Dann schicken wir ihn mal auf den Friedhof. Er ist ein bisschen schwer auf der Hand, so ein 500.000 Tonnen schweres Stahlmaschinen-Ding. Ja, das stimmt wohl. Kann im Friedhof ruhig drin bleiben. Soll er nicht wieder rauskommen. Da sagst du was. Gut. Ach, ich darf ja noch einen nehmen. Ich tölpel. Eben. Okay.
Okay, dann kommt das auf dem Feld. Dann kommt noch Mega. Ja, das kommt die Frage. Ich habe ja den einen schon auf dem Friedhof. Wie will ich dann. Wen könnte ich jetzt noch auf dem Friedhof gebrauchen? Ja. Ich sag mal ihn. Das klingt nach was, was Sinn ergibt. Warum habe ich dir in den Angriffsmodus gelegt? Ja, warum nicht? Ah, egal, das wird seinen Nutzen haben. Ich spiele auch immer viel in Angriff. Auch wenn es manchmal vielleicht im Nachhinein doch eine dumme Idee war. Vielleicht war es das. Es ist irgendwie zweimal dasselbe. Ja, naja, habe ich leider zweimal auf der Hand. Lässt sich nicht ändern. Aber es kommt aus selbe hinaus. Im Sinne. Warum hat er so viele ATK? Ich weiß nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er so viele ATK hat. Das ist jetzt, macht es jetzt nicht besser. Soll ich mal was verraten? Aber warte mal. Aber vielleicht macht es das besser. Ich denke nicht. Nicht? Ja, scheiße. Ist das ein Omni-Negate oder was? Aber claro. Ja. Danke dafür, Abelali. Ja, okay. Das tut gar nichts. Aua. Da geht der Traum. Diese verdammte Salamander. Ah, das tat gut. Das tat sehr gut. Ja gut, bewerten nicht vergessen. Und ciao. Tschüss.